Nachdem ich vor ungefähr einem Jahr mal ein Video gemacht hatte mit dem Titel Shadow Loader 2 Kritik zur Beta, wollen wir mal die Kritik, die ich damals geäußert hatte, überprüfen, wie es mit der jetzigen Version ausschaut. Ich hatte damals die Kritik in 4 Punkte gegliedert, und zwar das erste Punkt ist das Passwort setzen, warum es da so viele Untermenüs im Linksammler gibt. Das prüfen wir jetzt mal, wie das im Moment aussieht. Dazu habe ich hier die Seite von QSC aufgemacht, die einen Speedtest bereitstellt, wo ich hier verschiedene Dateien runterladen kann. Ich nehme mir mal hier eine, ich kopiere mal die Linkadresse und öffne den Shadow Loader. So, das war die falsche. Den Link füge ich jetzt hier mit Add New Links manuell hinzu. Hier ist er schon drin. Gehe auf hier auf Continue. Bestätigt das, dass er da nochmal nach Dateien sucht, und die Datei hat er gefunden, den Speedtest. Und wenn ich jetzt hier oben auf das Paket klicke, kann ich schon mal hier das Archivpasswort eintragen. Also funktioniert hier natürlich nicht, weil es kein Archiv ist, aber theoretisch könnte ich es eintragen. Also sprich, der erste Kritikpunkt ist schon abgehakt. Ich habe jetzt also keine Untermenüs mehr. Ja, das ist schon mal gut. So, der nächste Punkt, umständliche Menüs im Download-Fenster. Gut, dann haben wir jetzt mal unseren eingereihten Download. Den fügen wir jetzt zu den Downloads hinzu. Mache ich hier kurz einen Stopp. Und schauen wir uns doch mal die Menüs an. Ja, die sind tatsächlich immer noch etwas kompliziert. Allerdings stellt das jetzt kein wirkliches Problem mehr dar, denn ich habe hier einen Menümanager. Den habe ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Hier kann ich dann die Menüs einfach selbst definieren. Und das geht auch recht einfach und recht gut. Damit ist dieser Punkt dann auch aus der Kritik raus. Dann hatten wir das Problem, dass die Drosselung fehlerhaft ist. Das können wir jetzt auch gleich mal probieren. Ich schalte die Drossel gleich mal ein. Also mache hier ein Speedlimit. Und starte mal den Download. Und diesmal stimmt das Speedlimit. Also ich habe auch noch einen Speedmeter nebenher laufen, den könnt ihr nicht direkt sehen. Aber man sieht es oben auch an dem grünen Balken, der nähert sich diesmal wirklich der roten Linie an. Nicht wie im letzten Mal, dass es stark drunter gewesen ist, sondern diesmal passt das Speedlimit so. Also können wir diesen Punkt auch abhaken. Und dann hatten wir noch viertens, der Testfile-Download geht nicht. Den haben wir jetzt eigentlich auch schon abgehakt. Genau diese QSC-Datei hat nämlich auch das letzte Mal Probleme gemacht. Die funktioniert jetzt. Also alle 4 Punkte sind eigentlich zur Genüge gelöst worden. Von daher kann ich jetzt hier dieses Video nur Lob zur Beta nennen. Denn alles, was ich mir damals gewünscht hatte, ist umgesetzt worden.